Hallo Leute, ich bin's euer Goda Cheese und heute wollte ich euch ein Video über Dream League Soccer machen. Beim ersten Video will ich euch halt das Spiel vorstellen und ein Spiel im Singleplayer-Modus spielen und ein Spiel im Mehrspieler-Modus. Aber als erstes erkläre ich halt alles über das Spiel. Wir fangen halt nacheinander. Also ich erzähle euch das nacheinander, also so und so. Okay, als erstes Mannschaftsverwaltung. Hier seht ihr euer Team, also eure Spieler. Hier sind eure Auswechselspieler und hier sind eure Reservespieler. Und dann hier könnt ihr nochmal die Formation auswählen. Meine ist jetzt 3-4-3. Ich bin sehr offensiv, weil ich will halt viele Tore schießen. Aber im Singleplayer-Modus schießt man eh viele Tore. Ihr werdet es schon gleich sehen. So. Dann habe ich, hier ist halt das, hier ist halt eure Mannschaftsverwaltung. Und dann Position, das weiß ich noch gar nicht. Ah, nein, okay. Oder? Hier. Hier könnt ihr dann halt jedem, hier könnt ihr dann halt jedem Spieler, sagen wir mal, ihr möchtet, dass Arano ein Kapitän ist. Dann drückt ihr, nein, dann nehmt ihr das halt und dann bringt ihr das zu Arano. Also, ich habe hier alles auf Messi, weil der ist halt gerade mein Bester. Deswegen. Also das war jetzt die Mannschaftsverwaltung. Jetzt drücken wir mal auf Statistik. Dann drücken wir mal hier auf meine Spieler. Das hier zeigt dann halt eure Spieler gerade in der Tabelle, also in eurer neuen Saison. Hier dann die Liga 2 Tabelle. Ich bin noch in der zweiten Liga. Man muss halt immer sein Stadion ausbauen, wenn man in eine neue Liga möchte. Ich hab auch das neue Stadion bauen lassen, aber ich muss halt noch in der Saison halt unter den Top 3 sein. Bin ich auch, also ich brauche noch wie viele Spiele? Ich brauche noch 7 Spiele. Ja dann, oder 6. Ich glaube, ich brauche noch 8 Spiele. Dann kann ich halt in die erste Liga aufsteigen. So, das war's auch. Und dann hier seht ihr auch noch die Liga-Ergebnisse. Das sind halt die Spiele von mir. Oder? Nein. Das sind halt die Spiele, die in der 8. Woche gespielt worden sind. Hier sind die Pokalergebnisse. Die GC Cup, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Das glaube ich, weiß auch nicht, das glaube ich so ein Turnier oder so. Und dann hier die Ligaspiele der Woche 9, also gegen wen ihr in der nächsten Woche spielen werdet. So, dann hier Pokalspiele. Also die GC Cup, wieder Viertelfinale. Und dann hier Statistiken zu meiner Mannschaft in der Liga 2, so in der Saison gerade. Hier, Spiele und so, die Tore, das steht alles. Ah, das ist Global Challenge Cup. Also in der Global Challenge Cup. Und das ist dann halt alles. Also das heißt, GC Cup heißt Global Challenge Cup. So, Statistiken zu meiner Mannschaft. War ich eben drauf? Ah ja, da war ich eben drauf. Statistiken zu meinem Turnier. Hier sind dann halt die Spieler, oder? Hier sind dann halt die Spieler, mit denen ich die Tore geschossen habe, glaube ich, oder? Ja, das sind halt die Statistiken darüber. Hier die roten Karten, die Gegner in der Liga 2 bekommen haben. Und hier halt in der Global Challenge Cup. Also von meinem Team hat noch gar keiner eine rote Karte bekommen. So. Hier gelbe Karten. Und dann okay, Tore. Und dann okay. Sonst gibt es eigentlich bei den Statistiken nichts mehr zu sagen. Jetzt kommen wir zum Mehrspieler. Hier kann man halt, dann drückt man hier halt einfach auf Online Game Center. Dann kann man halt mit seinem Game Center Account online gegen andere Spieler spielen, die auch einen Game Center Account haben. Hier lokal Wifi. Da spielt man halt mit WLAN gegen andere Leute, die zum Beispiel keinen Game Center Account haben oder sich gerade nicht anmelden möchten. Also einfach so sofort starten, sofort spielen sozusagen. Also wer hat keine Lust hat zu warten. So, und dann lokal Bluetooth, da kann man halt mit seinem Freund oder halt mit anderen Spielern spielen. Zum Beispiel, man möchte dem beweisen, dass man besser als er spielt. Also das. Hole dir kostenlose Münzen. Hier kann man halt dann auswählen zum Kaufen hier.
Für 50 Euro kriegt man zum Beispiel 80.000 Münzen. Ich habe mir noch gar nichts von ihr geholt, weil man bekommt eh sehr schnell Münzen. Also deswegen, hier sind dann halt die Münzen, die man sich kaufen kann. Und man kann auch noch plus 30 Münzen bekommen, wenn man ein Video anschaut. Aber ich glaube, man kann nur pro Tag 3 Videos oder so anschauen. Bei mir ist das so, dass wenn ich dann 3 Videos hintereinander anschaue, dann dauert das immer sehr lange, bis ich wieder ein paar Videos anschauen kann. Sagen wir mal 4 Tage, also pro 4 Tage kann ich nur 3 Videos anschauen, also bekomme ich nur pro 4 Tage nur 90 Münzen. Also das finde ich halt sehr wenig, aber ist auch egal. Ich spiele ja eh, dann verdiene ich eh schon viel Geld. So, deine Spielerentwicklung. Hier kann man dann halt die Spieler trainieren, hier Einzelspielertraining. Dann sucht man sich einen Spieler aus, drückt man da drauf, sagen wir mal hier Messi, den habe ich aber schon voll trainiert, den kann man nicht mehr verbessern. Dann drückt man halt zum Beispiel allgemein, das macht dann halt alles, also sozusagen fast wie Zufall. Und dann hier Fitness, Verteilung, Defensiv, Ballfähigkeiten, Schießen oder Torhüten. So. Okay, das ist dann halt auch alles über Einzelspielertraining. Dann kommen wir doch mal zur Mannschaft allgemein. Da trainiert man halt die gesamte Mannschaft, auch die Auswechselspieler und die Reservespieler. Deswegen bekommen halt auch die manchmal Punkte und das finde ich halt scheiße. Ich fände es gut, wenn man bei der Mannschaft allgemein nur die Spieler trainieren könnte, die halt auch in einem Spiel hauptsächlich spielen. Also das meine ich halt. Und dann hier kann man auch noch auswählen, also genau wie beim Einzelspielertraining, also was man bei der Mannschaft trainieren möchte. Fitness, Verteilung, Defensiv, Ballfähigkeiten, Schießen oder Torhüten. So. Das ist dann auch alles über Spielerentwicklung. Dann kommen wir doch mal zum Transfer. Hier Spielersuche. Dann gibt man halt die Informationen über den Spieler, dass ihr ihn kaufen möchtet. Sagen wir mal, ihr möchtet einen Spieler, der eher defensiv spielt, dann machen wir doch mal hier also Verteidiger und dann hier Einstufung, also Qualität sozusagen, wie viele Punkte der hat. Sagen wir mal 80, 89 und dann drückt ihr auf Suchen. Wenn ihr einen bestimmten Spieler suchen möchtet, dann drückt ihr einfach auf Spielername und dann schreibt ihr den Namen von dem Spieler. Oder ihr wollt halt gucken, ob es auch Spieler gibt, die auch halt zu eurem Budget passen. Sagen wir mal, ich habe jetzt 195, aber 80, 89 Spieler gibt es nicht ab 195 Münzen, weil die kosten, glaube ich, so 400 bis 500. Also das dann halt alles. Dann drücke ich mal suchen, hier 400, 500. Ja, guck, es gibt hier Spieler. So, das dann halt auch alles über Spielersuche. Dann gehen wir doch mal zur Ablöse frei. Das sind halt die Spieler, die ganz neuen Spieler, die eurem Team beitreten möchten. Die Spieler sind eigentlich recht schlecht. Deswegen habe ich nur sehr wenige Spieler. Ich glaube, ich habe nur 2 von Ablöse frei.